Jo, hallo, Servus und hallo wieder zum zweiten Trick für heute am Tipps und Tricks Tag. Wie immer gilt, viele, viele weitere Tipps und Tricks zu Plans zum Skalen und Verzweiß sind in der Playlist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt mal ein Trick, der sich situationsbedingt richtig viel oder manchmal auch richtig wenig bringen kann. Also würde ich diesen nur einsetzen, wenn ihr glaubt, dass es wirklich passt. Folgendes Szenario: Ihr seid als Zwicht im Z-Mech, dabei ist es egal welcher Z-Mech, und bemerkt, dass ihr nicht mehr viel Leben habt. Nur so ein kleiner Tipp, neben dem Haupttipp, nebenbei: Sobald ihr den Mech gerufen habt und in der Maschine seid, empfehle ich euch immer sofort den Notausstieg zu öffnen, also gleich die mittlere Fähigkeit, oder Anführungszeichen Fähigkeit, zu aktivieren, halb zu aktivieren, denn man muss ja zweimal auf diese Fähigkeit draufklicken, damit man den Notausstieg wirklich betätigt. Ich empfehle euch mal die Klappe zu öffnen, denn das hat den Vorteil, dass wenn ihr wirklich rausspringen müsst, sofort rausspringen könnt. Wenn ihr das nicht macht und diese Klappe, diese Notausstiegklappe nicht mal öffnet, müsst ihr immer zuerst abwarten, bis ihr keinen Schaden mehr bekommt. Dann müsst ihr erstmal die Klappe öffnen, also das erste Mal auf den Knopf drücken und dann noch ein zweites Mal auf den Knopf drücken, bis ihr rausfliegt und der Mech explodiert. Also empfehle ich euch immer dauerhaft, diese Notausstiegsklappe offen zu lassen. Jetzt aber zum eigentlichen Trick, den ich in diesem Video erklären will. Ihr seid also im Mech, habt wenig Leben und wollt aussteigen. Natürlich läuft man, wenn es geht, zuvor noch zu vielen Gegnern, um diese mit in den Tod zu reißen. Und um diesen Effekt zu verstärken, empfiehlt es sich, während dem Rausfliegen die Gravitationsgranate auf den Mech zu werfen, sodass die naheliegenden Pflanzen von der Gravitationsgranate, also mehr oder weniger zum Mech, angezogen werden und mit der Mech-Explosion mit in den Tod gerissen werden. Wie gesagt, der Trick ist immer relativ situationsbedingt. Man kann damit 3 oder vielleicht sogar 4 Kills auf einmal machen. Wenn man Pech hat, macht man damit gar keinen Kill, je nachdem wie viele Pflanzen in der Nähe sind und wie gut die darauf reagieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Trick ein bisschen helfen. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal in 2 Stunden zum nächsten Tipp oder Trick für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao.